Und da sind wir bei einer weiteren Sea-Fan-Mission in The Maelstrom. Eine kleine Schiffsfahrt, die anscheinend in einen Schiffbruch geendet ist. Und gehört zu den Comic 5 Contest-Missionen. Einer der letzten, die wir wahrscheinlich spielen werden. Und schauen wir mal, was wir machen müssen. Find out what happened to the ship and the crew. Look for the captain's log in the cabin on deck. Das sieht so aus, als würden wir weitere Aufgaben bekommen, sobald wir das Logbuch haben. Bis jetzt heißt es ja nur das Wrack wahrscheinlich untersuchen. Und wir sind in einer Kiste unterwegs. Und die haben unseren Käse dabei. Oh nein. Das ist kein gutes Zeichen. Das Rascheln der Ketten ist das Rascheln der Unvernunft. Wir werden mit Untoten zu tun haben. Aber sieht cool aus. Sieht echt schick aus, die Mission. Bisher. Also für den ersten Eindruck hier so mit dem Licht und so. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt die letzte Zeit sehr viel Thief 1 gespielt habe. Und dass der Übergang schon ein bisschen krass ist. Da hinten liegt ein Toter. Ich höre welche, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Wir schauen einfach mal rein. Ach, die sind über mir. Okay. Also ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas Übernatürliches im Gange ist. War das Licht schon vorher an gewesen? Glückswürfel. Hier tropft es. Ich hoffe, wir sind nicht unter Wasser. Der ist auf jeden Fall tot. Also wir sind... die Kabine des Captains müsste oben sein. Wir sollten uns auf jeden Fall nochmal gut ausrüsten. Das heißt gut und alles untersuchen hier unten. Bevor wir nach oben gehen. Weil so schnell weiß ich nicht, ob ich wieder hier runter gehe. Ach, guck mal hier. Explosiv. Eine kleine Werkstatt. Nett. Und Pfeile. Tja, dann bin ich mal gespannt, was mich jetzt hier oben erwartet. Also, dass hier Untote kommen werden, das kann ich mir schon denken, aber... Hier ist nichts. Okay. Oh, doch, da ist was. Guck mal, was ich gefunden habe. Oh. Gold und eine Nachricht. Dezember, Port Tyrus. Stimmt, da wollten wir, sind wir ja losgesegelt. Im Januar Blackbrook haben sie angesegelt. Ein paar Dokumente. Im März Indigo Silks. Und im Juni Salfon 4 Beutel. Die haben wir gerade gestohlen. Okay. Ich hab so das Gefühl, dass das gar keine normalen Händler sind, oder? Das vielleicht Piraten. Also mehr Informationen habe ich leider auch nicht aus der Mission. So. Wo sind sie denn, die Untoten? Ein Boot. Oh, die Crew ist verflucht. Dude, was ist mit deinem Auge passiert? Du hast auch nichts bei dir, oder? Okay, da hinten müsste das Captain-Ding sein. Nur mal kurz einen Screenshot gemacht. Oh Gott, ich bin hier im Hellen. Speichern. Abgeschlossen. Ist der jetzt da drin oder ist er über mir? Okay, das müsste die
Wow, wie still es auf einmal wurde. Mein Schwert. Stimmt, da stand auch in der Beschreibung, dass das Schwert vom Captain eingezogen wurde. Und ich soll ihm ja vertrauen. Hier ist das Logbuch. Schauen wir mal, wie lang das ist. Es geht eigentlich. Das kann ich noch schnell überfliegen. Okay. Okay, die sind in einen Sturm geraten. Und befinden sich in einer Art Höhle jetzt. Ach so, und die müssen, die wollen das Schiff, wollten das Schiff reparieren. Das klingt so Magix about. The name of the Maelstrom. But I must believe until the next. Okay, wir stecken jetzt also auch hier fest. You heard tales of the Maelstrom, a dreaded pirate ship with a fearsome mage on your crew. You hold short carry a fortune. Get at last 850 loot. On her last voyage, the Maelstrom raided the Baronel Galley? Also auf jeden Fall ein anderes Schiff. And plunder it. The Baron's own mantle of state find it. Der Baron hat da was drin gehabt, okay. Was wir stehlen sollen. Und this place is calling with undead pirates and the ship it's going anywhere. Find the captain and work out a plan to get out of here. Wow, wir haben eine Karte. Hier haben wir gestartet, denke ich mal. Gut, Crew Cabins. Hier sind wir raus. Jetzt sind wir hier drinne. Aber mehr gibt's hier nicht. Es ist schick. Das gefällt mir. Okay, wir haben ein Schwert, womit wir uns wehren könnten. Das Ding haben wir ja schon gelesen, ne? Die Leuchtstäbe. Ich glaube nicht, dass ich sie benötigen werde. Breitkopfpfeile, Wasserpfeile. Und keine Rope Arrows. Ob hier was dahinter ist? Nö. Aber hier ist was. Nee, ich glaube nicht, dass da was hinter ist. Okay, das sind Piratengeister. Oh shit. Ist das der Captain? Oh, das sieht oh geil. Das Panorama gefällt mir. Kann man das irgendwie anders sehen? Das gefällt mir, das Panorama. So, hab ich mal einen Screenshot gemacht. Das sieht echt cool aus. Ich weiß, es ist nur ein 2D-Sprite, aber diese Idee, weißt du, dass man hier statt eine Leere wirklich einen Hintergrund hat in dieser Höhle. Also hier sind sie reingekommen. Die Frage ist nur, wie kommen wir an das ganze Zeug ran? Also wir müssten wahrscheinlich auf ein anderes Schiff, wo diese Piratengeister herkommen. Kann ich mir vorstellen. Oh oh. Bist du böse? Was machst du? Ach so, du schießt nur Schädel.
Du bist nur ein Schädelschießer. Achso, hier habe ich gespeichert, echt? Okay. Oh Gott. Das war nicht so schlau. Okay, wir holen uns die Brille. Drehen nochmal am Steuer. So. Und dann gucken wir mal. Vielleicht sollten wir ins Wasser springen. Bye. Oh Gott. Es sieht so aus, als wäre hier jemand unerwünscht. Fools be warned. This be the fate of all who abandons the maelstrom. Ye shall never leave here in this life or in the next. Oh, also selbst die Toten werden hier nicht wieder zurückkehren. Also wenn wir jetzt hier reingehen, dann war's das. Also ich würde sagen, wir werden erstmal, bevor wir in den maelstrom reingehen, gehen wir erstmal das Gebiet nochmal auskundschaften. Oh Gott. Ob man hier irgendwas findet. Aber ich glaube, ich stecke jetzt gerade fest. Achso, das ist das nächste Boot. Das ist das Boot. Warum gibt es hier zwei Dinger? Das sieht schon geil aus. Also die Boote sind hier beide. Die Geisterpiraten sind wahrscheinlich von diesem Wrack hier gekommen. Ich hoffe, ihr mögt Piratengeschichten. Oh, was haben wir denn hier? Oh. Ah, Garrett! Ich steck fest. Ich steck einfach fest. Oder ich hole mir es zum Schluss. Wenn ich vom Bord bin. Oh shit, er hat mich gesehen. Ah, das wird schwierig. Das wird echt schwierig. Okay, ich muss mir die Patrouillen einprägen. Also der kommt von der Seite. Und der läuft dann wieder zurück. Der hat eine Lichtaura. Kann ich das... Oh. Ah, der bleibt da hinten stehen. Er braucht aber ganz schön lange. Shit, ich war zu langsam. Also, wenn ich schnell genug bin, dann schaffe ich es, mich da hinten im Dunkeln zu verstecken. Also wenn ich da hinten links reingehe, müsste es reichen. Wie gesagt, ich habe ja keine Seilpfeile, sonst könnte ich mich ja hochbewegen. Was macht er denn jetzt? Scheiße, komm, beweg dich weg. Komm schon. Das ist gut. Sieht er mich hier? Perfekt. Scheiße. Da der zu lange braucht, dieser dämliche Drecksgeist.
Komm, beweg dich. Ah, scheiße. Die haben jetzt ein blödes Timing. Ach. Oh shit. Genau in dem Moment hat er sich umgedreht. Dreht er sich weg oder was macht er? Shit. Ich müsste aus dem Stand rausspringen. Fuck. Aber wie soll ich das ohne Moos schaffen? Ernsthaft? Es hat geklappt, indem ich einfach rübergesprungen bin? Was sind das? Navigation Charts vom Wheelstone. Die Navigationskarten von dem Schiff. Du bist tot, ja? Du bleibst auch tot. Okay. Da will ich rein. Gut, das war laut. Aber er scheint normal zu bleiben. Das wirklich was mit dem Trickster zu tun hat? Mark Yewell. SEC was caught plotting mutiny and murder. Sorry. So I stole my pretty face in any more of you that question me command of the ship. Wreck or not wreck. Can look for the same. His body and cabin are off limits. It was a lot of he and any of us touched them will lose his sudden necks. So says I. Captain Merrick Blackbrown. Oh, das ist der Captain, okay. Blackbrown. Abgeschlossen. Hat er mich gehört da oben? Noch mehr Loot. Es hört sich so nah an. Extra Speicher. Ich will hier nicht unbedingt alles ruinieren. Das sieht auch cool aus. Warte mal. Nee, das sieht nicht so gut aus. Ah, hier so. Hier, geil. Kleines Screenshot. Jetzt gewarnt oder nicht? Hier ist ein bisschen Land. Eine Nachricht. Crispin, I got off your week. This is magic. Nothing good. Das ist so ein blöder Akzent, also so ein Seemannsakzent ist das. Das ist das echt schwierig, das zu lesen. You're the better off throwing on your lot and with me. I'm sneaking a boat to the cave soon as I get the chance. And this gets over the marks. Warte mal, haben wir jetzt die Karten jetzt eigentlich?
Oder können wir die lesen? Obwohl, es nur diese Navigationskarten. Vielleicht müssen wir die später noch stehlen. Kommen wir noch eine Etage tiefer? Das ist die Frage. Scheiße, hat mich gesehen. Fuck! Ich hab den Scheiß. Ich hab das Scheiß Metall nicht mehr bemerkt. Speicher. Oh. Das war aber ein cooler Effekt. Ein Dolch. Schade, man kann nicht mehr in die Kabine oder so rein. Schade. Also kann ich wieder rausgehen. Okay, ganz ruhig, alles gut. Okay, ich muss jetzt wieder vom Schiff. Ich könnte auch einfach wegrennen. Das würde auch funktionieren. Durch. So, jetzt habe ich einen Safe, falls ich nochmal hierher muss, und den anderen Speicher nehme ich jetzt, um weiterzukommen. Das ist auch eine Höhle. Ist das dieselbe vielleicht? Ah, hat mich gehört. Mensch, ich weiß, dass dauernd laden, das ist nervig. Ich versuche das ein bisschen zu bremsen. So. Jetzt muss ich hier versuchen runterzugehen, ohne Krach zu machen. Das ist genau so. Guck mal, da kann man ein bisschen was vom Schiff sehen. Noch mehr Schätze. Da hinten ist was. Noch eine Nachricht. Transitor, your closest capital. If yet but listen, I tell ye. I saw the captain creep off with surprise. The outer night. Skill prick is going as out of the reason. Also, so wie ich das ein bisschen mitbekomme, gab es anscheinend ein bisschen Knatsch zwischen dem Captain und seiner Crew. Oder beziehungsweise nicht allen. Irgendwas hat es mit dieser Höhle auf sich. Anscheinend ist der Fluch, den die Schiffe jetzt erreicht hat, hat was mit der Höhle zu tun. Okay, dann gehen wir mal ganz vorsichtig in die Höhle. Also wir sind momentan bei 600 Loot. Wir müssen... Ja, wir müssen dieses... Wir müssen noch das Ding hier finden. Mantle of State. Ah, den habe ich nicht gefunden auf dem Schiff. Vielleicht haben sie es hier in der Höhle versteckt. Warte mal.
Das ist, das, die Höhle ist das alles hier. Toll. Das heißt, ich muss das Schiff nochmal absuchen. So ein Dreck. Oh shit. Schade, dass ich keine Blitzbomben habe. Doch, hab ich. So, jetzt wird mir ausgemerzt. So, du blöder Geist. Hat sich ausgegeistet. Ach, die da hinten kommen nicht rüber. So. Der Mast ist gebrochen, ist ja klar in dieser Höhle. Vielleicht ist ja hier ein Secret, wenn ich das Ding... Nee. Boat Train Tenny. Das ist jemand anders. Wo ist der Captain? Oh, this is not good. This split is squalling with undead pirates. And the ship is going to find the Captain and works... Ach so, ich sollte den Captain noch finden. Stimmt. You heard tales from the... Huh? Looks like you found your captain. And he isn't going anywhere either. You have to make it out on your own. Grab those navigation charts. Haben wir gefunden. Find a lifeboat. And hold up somewhere safe to wait for high tide. Das heißt, wir müssen jetzt immer noch zwei Sachen finden. Captain... Naja, der ist tot. Der ist definitiv tot. Aber wo ist das Ding, was ich suchen soll? Ach, ihr wollt auch noch was haben, Leute? Passt auf, ich komme zu euch. Ich komme zu euch. Oh Gott! Okay, ich komme nicht mehr zu euch. Frage ist nur, wo ist hier das Rettungsboot? Ah, stehst mir im Weg, Junge. Ah! Oh, wow, 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 was mache ich denn hier? Ach, er kommt einfach nicht. So. Weg mit dir. So, den Geist da oben hau ich mir auch noch nieder. Oh Gott, nein! Ich hab doch alle umgebracht. Okay. Ah, ich wollte die eigentlich nur erledigen, weil ich sehen wollte, was befindet sich. Achso, das sind die Rettungsboote. Oh Gott. Oh.
Komm, stirb! Boah. Alter! So, jetzt gucken wir mal auf diesen Boot hier. Dass ich hier irgendwas übersehen habe. Alter Schwede. So, was haben wir hier? Janus, Decke. Okay, das ist nun. Und wer ist das? Ist das da? Christopher the Tillerman. Okay. Oh, Verzeihung. Ich hab voll den Blähbauch heute. Duncan Crow's Eye. Hier kann man her. Achso, und hier kann ich normalerweise dann auch direkt rüber. Okay. Runter! Alter, da kommt er einfach runtergestürzt. Na, kommt doch! Hi! Yes! So. Kurzen Prozess, alle erledigt. Die Sache ist nur, ich habe jetzt alles abgesucht. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich suchen sollte. Mensch. Mensch. Achso, da. So hätten wir auch hochgehen können. Ah, okay, verstehe. Na gut, hier kriegen wir die Information, dass da... Jetzt gehe ich doch mal alles durch hier. Hier hätte ich ja nur die Information bekommen, was ich suche, ne? Den Captain habe ich ja selbst auch noch gefunden. Vielleicht hier auf der Seite. Ist ja auch noch. Warte mal, was ist eigentlich hier? Das sieht sehr ungewöhnlich aus. Ach, das führt mich nur hierher. Ah, das sieht immer so cool aus mit den Frauen da vorne dran. Ne? Das gab's, glaube ich, auch in Verladen und Kassieren, oder? Da hinten ist was. Subway to Sally? Auf hier rumzuknurren. Stuff of Assisi. Ist das nicht das, was die gesucht haben? Oh, hier steht was. Hier lies Assisi. Sorcerer and Court and more. Was? Mutineer? Don't come back, ihr Bastard. Tja, den haben sie den Kopf abgeschnitten. Also den scheiß Stab hat er immer noch. Oh Gott, jetzt hat mich gerade ein bisschen die Frau erschreckt. So, wir triggern mal kurz den Captain. This is not good. Das finde ich auch, dass das nicht gut war. Ja. So. Ganz, ganz vorsichtig.
Konnte ich nur diese Kiste übersehen? Yay, wir haben alles. Wir haben jetzt den Loot. Ich habe jetzt immer noch den Captain nicht getriggert. Das ging ja beim letzten Mal sehr gut. Wir brauchen da immer noch den Mantle of State. Und den Stab habe ich noch. Das ist gut. So. Was ist das hier eigentlich? Sieht aus wie eine Hüterglyphe. Was? Okay. Was zum Teufel ist das hier? Wow! Lach nicht so. Okay, was ist das hier? Ist das ein Medal of State? Ein Buch. Bestiary of Forgotten Fauna. The Book of Corral and Scale. Ein Feuerpfeil? Ich habe das Gefühl, dass ich hier irgendwas machen muss. Eine Nachricht. Day 17. Eureka. After days of fruitless trails, I have unlocked the wisdom of Azaran in a flash of insight. The moon black was the reserve energy flow. It's burning white with control effects of binding. And with a simple exchange of candle, I did focus its bitter light upon the circle and forced it. Endes? Tiny soul into the prison. Unser Naturen. Sieht aus, als wäre das ein Ritual. Nothing no stands between me and control. On more. Ah, no, the morrow. This worm shall taste sweet slavery of death. And seas shall know the true terror of the mere storm and damn crew. Only wonders as remains. Eine Geisterratte. Hey. Du tust mir nichts, oder? Noch eine Nachricht. Das ist Teile des Tagebuchs. Ach so, der hat die Ratte zu einer Geisterratte gemacht. Ah, hier. He set sail on Thursday to intercept the Baron's galley. The ideal chance to begin for the moon, shoal wax, ripe and the 17th. Oh Gott. Treat this remaining other the cool. Hier braucht man eine Kerze, wie es aussieht, oder sagen. Oh, das konnte man aufnehmen. Moonblack Candle. Wie im Tagebuch. Was ist das hier? Okay, warte mal, gucken wir mal. Das funktioniert. Also wenn ich einen Feuerpfeil schieße, hören die mich. Versuch's mal mit einer Flare. Oh. Ich habe das Gefühl, die Flare wird nicht funktionieren. Ist hier noch irgendwas? Mystery of the Feldtong with Invasion of Other than the Lit. Okay. Okay, wir versuchen's. Feuerpfeil. Das funktioniert wirklich. Okay, ah, ich verstehe schon.
Bonus objective. You have shattered Azizi's soul prison and granted peace to the Meerstrom crew. Okay. Aber ich bin eigentlich nicht wegen dem hier reingekommen. Ich suche immer noch das vom Baron. Vielleicht ist das ja wirklich, ich will das ordentlich hinlegen. Das will nicht. vielleicht ist das ja wirklich noch am Deck. Vielleicht hier irgendwo dazwischen. Aber jetzt scheinen hier alle erlöst zu sein. Sie sind... Was macht der denn jetzt hier drinne? Korps. Ich hab dir das Ding doch gar nicht geöffnet. Ach, die haben nach mir gesucht wahrscheinlich und... Warte mal, jetzt kann ich das Ding hier triggern. Oh, this is not good. Okay, wir haben die Geister, wir sind die Geister los. Ja, guck mal, die haben so... Warte mal, der hatte andere. Das war der... Das wird wahrscheinlich... Nee, das ist nicht der Captain. Das kann nicht der Captain sein. Der hat ein anderes Design. Der sieht aus wie ein normaler Mensch jetzt. Das war der, der hier oben war. Aber lustig, wollte ich sagen. Schön gemacht, die Geschichte hier mit dem Geisterschiff. Sind die jetzt auch alle erlöst hier drüben? Ja, aber... Ja, sie haben sich alle aufgelöst. Baron's own mantle of state. Das brauchen wir immer noch. Danach können wir abhauen. Erst wenn ich das habe, können wir verschwinden. Aber wo ist es? Irgendwo hier muss der Schatz sein. Der Typ, der wurde jetzt vom Felsen zerquetscht. Seht ihr das? Warte mal. Jetzt mittlerweile habe ich ja die Rope Arrows aus der Kabine. Ey, das funktioniert sogar. Das ist Holz. Ich dachte, das wäre Stein. Der ist zerquetscht worden von dem Stein da oben. Beziehungsweise hat sich da oben versteckt. Das ist ja mal krass. So, mal sehen. Also wenn es da nicht ist, dann weiß ich auch nicht mehr, wo ich noch suchen soll. Secret. Da ist es. Das Ding ist sicher einiges wert. Das ist seine Halskette. Barons Halskette. Wow, haben wir viel Geld. So, und jetzt heißt es nur noch... die Navigationskarten. Ein Rettungsboot. Und dann muss ich auf... die Strömung warten. Dass mich das Rettungsboot hier raustreibt. Ja. Ein Rettungsboot habe ich, glaube ich, da oben gesehen. Den Pfeil lasse ich jetzt einfach mal hängen. So. Hopp. Hier waren Boote. Nämlich das hier. Was? Rowboat? Rowboat. Sind alles dasselbe. Ich hoffe, das ist es auch. So, dann jumpen wir mal in das Wasser hier. Hi. So. Na gut, das wird so nicht funktionieren. Wir müssen natürlich... Wir brauchen ein festiges Land. So. Dann warten wir mal auf die Strömung. Das war's. Das war die Mission. Geil. Hätte ich nicht gedacht. Also wirklich eine schöne Short-Mission. 100% Loot, Leute. 100%. Hat auch eine Weile gedauert. 24 Minuten steht da zwar, aber
Ich musste ja viel laden und das habe ich, denke ich mal, auch rausgeschnitten. Ich hoffe es für euch, dass ich nicht zu viel, weil ich habe wirklich viel gespeichert und geladen. Habe die Gegner umgebracht. Das muss man nicht unbedingt zeigen. Falls ich es doch tun sollte und die Mission jetzt eine Stunde lang als Aufnahme zählt, dann tut es mir natürlich leid für das bisschen, was hier eigentlich gegeben wurde. Aber es war schon cool und da kommen wir eigentlich auch gleich zum Gameplay. Also ich finde, dafür, dass es wirklich wieder so eine Short Mission war, hat es echt viel gehabt. Also jetzt nicht so viel, aber wir hatten jetzt hier diese zwei Boote gehabt, die man erkunden konnte. Dann diese Geheimraum mit diesem Ritual, was man machen konnte. Was nur ein Bonus war übrigens. Das heißt, ich musste das nicht mal machen, ich habe es trotzdem gemacht. Was noch ein bisschen beigetragen hat, dass überhaupt das Loot zu finden. Also Loot war hier wirklich sehr fair gesetzt. Bei 850, die man normalerweise braucht, oder 840. War es 840 oder 850? Ich weiß es nicht mehr. War das ziemlich fair gesetzt. Also man hat hier genug Loot sammeln können. Ich hatte auch nie das Problem gehabt, dass ich Loot finden musste. Mehr war das Problem, das vom Baron zu finden. Aber wie gesagt, es gab Hinweise. Es gab ziemlich viele Notizen, die man lesen konnte, um was herauszufinden. Und es war sehr fair gemacht, dass man mit dem Ritual sich das leichter machen konnte, das Ganze hier zu sneaken. Wie gesagt, ich habe keinen Tod gemacht, aber ein Ghosten wäre es jetzt auch nicht unbedingt. Hat mir sehr viel, das war sehr schön gemacht, also es war schon cool, es hatte Stealth, wir mussten hier schleichen, es hatte auch die Freude am Looten gehabt und am Entkommen. So, die Story fand ich, ganz gut eigentlich, kann man jetzt sagen. Wir hatten ja, wie gesagt, wir sind ja eigentlich normalerweise auf dem Weg gewesen, haben uns in einer Kiste versteckt. Mussten eigentlich nur unser Schwert zurückholen, sind aber anscheinend auf Grund gelaufen, finden heraus, dass wir in einer Höhle sind, wo ein anderes Schiff schon Schiffbruch gelitten hat, was anscheinend, diese Höhle scheint anscheinend nur bei Ebbe nicht mehr verlassen zu können, deswegen mussten die Leute da jetzt erstmal versuchen, das Schiff erstmal zu reparieren, weil die Segel waren ja komplett kaputt. Letztendlich wurden sie dann von dem Fluch, was der Captain gesprochen hat, ich weiß nicht, ob es der Captain war, der wollte auf jeden Fall diesen Assassin oder was das war, heraufbeschwören oder den Fluch des Assassin. Keine Ahnung, warum das passiert ist. Ich glaub nicht, dass es der Captain war. Es war bestimmt jemand anders, der das gesprochen hat. Und letztendlich die ganze Crew verflucht hat. Das hat mich ein bisschen an Fluch der Karibik erinnert. Aber es hat schon ein bisschen sich danach angefühlt. Ich finde das eigentlich immer cool, so kleine Piratengeschichten mit Flüchen und alles. Das in so einer Thief-Mission, das ist mal was mal Interessantes. Hatten wir jetzt noch nicht so oft, aber es gibt noch einige Fan-Missionen, die mit Piraten zu tun haben. Die werden wir, denke ich mal, auch noch sehen. Und die Atmosphäre war natürlich auch sehr schön gemacht. Wir hatten, wie gesagt, eine schöne Panoramawand gehabt, die ich ja schon benotet habe. Dann die Schiffe waren schön gestaltet. Die Geister haben mir gefallen. Vom Design, das war mal was ganz Neues. Also es war im Grunde unmodifizierte Captain Markhams, weil der Geist ist ja normalerweise Captain Markham aus dem Hauptspiel, haben sich ein bisschen unmodifiziert. Sah trotzdem cool aus, auch ein bisschen zum Fürchten und allgemein die ganze Zeit diese Höhle und wir sind hier auf diesen zwei Schiffen und müssen versuchen, doch zu entkommen irgendwie, aber vorher noch alles mitzunehmen, was ein bisschen Quatsch ist eigentlich, wenn es ums Leben geht, um mein Leben geht, glaubt man nicht noch alle möglichen Schätze. Ich finde, das ist ein bisschen, das ist so typisch Garrett. Garrett, der ist kurz vorm Sterben und trotzdem muss er noch was mitnehmen. Das ist, erinnert mich an eine Mission Escape aus dem Hauptspiel. Man flieht aus der Villa, das ist eigentlich das erste Ziel, die Flucht, aber nebenbei, ach komm, schnappt ihr noch Informationen, weil die könnten später wichtig sein. Damit wir nicht nochmal da rein müssen. Der denkt nicht so sehr an sein Leben, sondern eher daran, dass er es sowieso schaffen wird. Irgendwie. Weil er einfach ein Fuchs ist, weil er einfach sehr intelligent ist. Ausgefuchst. Und trotzdem noch daran zu denken, was später sein kann. Weil wenn er später raus ist, braucht er ja trotzdem Informationen, wie er den nächsten Plan setzen kann. Das ist so typisch Garrett. Und das hat man hier wieder gehabt. Hier ist man auf Grund gelaufen und trotzdem soll man den ganzen Loot noch mitnehmen. Ja. Das ist Garrett. Das gefällt mir. Jo, das war Into the Maelstrom. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns dann in einer anderen Sea-Fan-Mission wieder. Macht's gut. Tschüss.